Das Hauptsächliche machst du sowieso mit der Ernährung, wenn du dich verändern möchtest, ja klar. Gib eine Formel, 21 VS3, sagt er das was? Er kennt sie wahrscheinlich schon. Und die Woche hat 7 Tage. Wenn du gut bist, dann isst du am Tag 3-mal. Also hast du in der Woche 21 Mal die Möglichkeit, die richtigen Kalorien, die richtigen Mengen in der richtigen Form zu essen. Im Verhältnis dazu hat der Durchschnittsbürger 3-mal Zeit für Training. 3-mal ein Training sind ungefähr 1500 Kalorien pro Training, das sind 1500 Kalorien pro Woche. Eine Pizza, Salami mit Käse hat 1300 Kalorien. Jetzt weißt du, wo der größte Erfolgsquotient ist. Und das muss man wissen. Dann ist es halt nicht mal schlimmer, wenn man eine Woche nichts macht. Da ist es halt so.